Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's super. Es ist bei mir super, super spät. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich damit anfangen soll oder nicht, denn ich habe spontan eine Idee bekommen für diese Wand. Ich weiß, ich habe sie immer noch nicht fertiggestellt. Ich wollte ja so eine gigantische Bilderwand machen. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil es jetzt eben schon etwas später ist am Abend. Ich wollte eine ganze Bilderwand machen aus solchen Bildern hier, aber leider bin ich irgendwie bis jetzt noch nicht dazu gekommen, noch mehr für diesen Bilder zu malen. Da habe ich mir überlegt, gehe ich einer anderen Idee nach. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das jetzt machen soll, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht nachts zu malen oder nachts irgendwelche Sachen anzufangen. Aber irgendwie hatte ich einfach total Bock drauf und ja, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach damit, indem ich alles erstmal runternehme. Natürlich werde ich die Bilder nicht wegschmeißen. Ich werde sie aufheben und vielleicht woanders aufhängen oder sowas. Ich wollte nicht die ganze Wand mit Acrylfarben bemalen, deshalb habe ich da einfach so Papier draufgeklebt. Ich habe so riesengroße Rollen mit Papier. Da habe ich einfach mal ausgemessen, so ungefähr, wie groß ich die Schmetterlinge haben möchte. Und habe sie dann mit einem Bleistift vorgezeichnet. Das hat ziemlich lange Zeit gedauert, deswegen habe ich bis um 3 Uhr nachts gemalt. Und bin dann total müde schlafen gegangen. Am nächsten Morgen habe ich mir dann die Farben zusammengemischt und habe angefangen zu malen. Ich habe dafür ganz einfache Acrylfarben verwendet und habe mich extra so ein bisschen limitiert, was meine Farbauswahl anging. Und ich dachte mir, es wäre cool, wenn auf jeden Fall eine Farbe dabei ist, die meiner Haarfarbe ziemlich ähnlich sieht, damit der Schmetterling, also damit die Flügelchen einfach zu mir passen, weil ich ja davor stehen werde. Und deswegen habe ich so ein Rostbraun mir zusammengemischt. Dann durfte so ein helles Rosa nicht fehlen, also so fast schon so ein bisschen Hautfarben Peachrosa. Ich mag die Farbe echt gerne, das ist eine meiner Lieblingsfarben und ja, Türkis mag ich halt auch total gerne und damit habe ich gedacht, machen wir auch noch ein paar Kleinigkeiten in die Flügel rein. Ansonsten möchte ich das alles ganz schlicht halten mit Schwarz und Weiß noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein riesengroßer Schmetterling über dem Kinderbett richtig gut aussehen würde. Da muss man jetzt nicht unbedingt Schwarz nehmen oder so und man kann ja auch den Schmetterling nicht ganz realistisch machen, sondern einfach so ein bisschen mit Color Blocking arbeiten, auch mit so Erdtönen. Eben mit den Farben, die zum Zimmer passen und dann die passende Bettwäsche finden und alles so richtig passend. Oh mein Gott, Leute, ich richte einfach total gerne Sachen ein. Also jetzt nicht direkt immer im Real Life, sondern auch so in meinem Kopf oder ich spiele auch total gerne Sims und richte da auch gerne so Zimmer ein. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das habe ich schon immer total gerne gemacht. Ist es bei euch auch so? Macht ihr das auch gerne? Ach ja, Leute, ich bin übrigens echt mega happy, dass das letzte Video so super bei euch angekommen ist. Da habe ich einfach einen Tisch gebaut aus Pappe. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das müsst ihr sehen. Das war richtig krass. Ich war selber total überrascht vom Ergebnis. Ich finde, der Tisch sieht einfach nur so aus, als würde er aus Pappe bestehen. Schaut da unbedingt mal rein. Ich habe natürlich jedes Mal so ein bisschen nachgeprüft in der Kamera, wie die Flügelchen so aussehen. Und ich war immer mehr damit zufrieden, dass so weit ich gekommen bin. Das war sehr, sehr gut, weil es nämlich ziemlich lange gedauert hat, die Flügel zu malen und dann ist es immer eine sehr gute Bestätigung, wenn das dann auch gut aussieht und dann kriegt man direkt wieder Motivation weiterzumachen. Allgemein hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, dass die Flügel so komplett gleich aussehen. Ich habe einfach intuitiv gemalt und habe versucht, die Flecken ungefähr gleich zu machen, aber es war mir eben nicht wichtig, das perfekt zu machen, sondern dass es Spaß macht. Kurzzeitig hat sich das Papier unten drunter ein bisschen gewellt, aber sobald die Farbe trocken war, hat sich das Papier eigentlich so glatt gestrichen und man hat von den Wellen eigentlich gar nichts mehr gesehen. Ich habe auch diesmal gar kein Wasser verwendet, sondern einfach nur Acrylfarben. Ich persönlich liebe Schmetterlinge, ja. Wie ist es eigentlich bei euch? Ich habe gehört, dass es tatsächlich Leute gibt, die Schmetterlinge nicht mögen oder sogar hassen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich fand Schmetterlinge immer wunderschön und immer, wenn ich sie gesehen habe, habe ich immer so ein richtig beruhigendes Gefühl bekommen. Und ich finde, das passt halt auch übelst zu meinem Logo, weil in meinem Foxy-Logo ist ja auch ein Fuchs und ein kleiner Schmetterling. Und deshalb passt dieser Video-Hintergrund, glaube ich, super gut zu unserem Kanal. Und ja, während ich den Schmetterling gemalt habe, bin ich auch auf noch weitere neue Ideen gekommen. Bezüglich Recycling-DIYs auch, weil das hat mir in letzter Zeit super viel Spaß gemacht, einfach zu recyceln und mir irgendwelche neuen Sachen zu überlegen und einfach immer wieder neue Dinge zu probieren, wie zum Beispiel so ein Riesenbild. Ich denke, ich werde demnächst
mal wieder irgendwas Riesengroßes malen. Ich weiß noch nicht, wohin. So viel Platz habe ich hier im Haus nicht, aber vielleicht finde ich irgendein cooles Projekt im Garten oder so. Vielleicht so ein Riesenbild im Garten. Da muss ich aber gucken, was für Farben ich nehme, damit sie auch wasserfest sind. Ich glaube, das ist einfach total wichtig, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, damit man eben kreativ, motiviert und ja, inspiriert bleibt. Bei mir ist es oft so, dass wenn ich zu lange das Gleiche mache, dass ich dann irgendwie meine Kreativität verliere. Und das wollen wir ja alle nicht, deswegen muss man immer wieder was Neues probieren. Also falls ihr momentan so ein Kreativ seid, also in so einem kreativen Loch oder so, dann probiert doch einfach mal was ganz, ganz Neues. Irgendwas, was ihr noch nie im Leben gemacht habt. Und meistens kommt dann auch die Kreativität wieder und man hat wieder neue Ideen für neue Projekte. Oder man hat wieder Spaß daran, das Alte zu machen. Also jetzt, während ich das gemacht habe, habe ich zum Beispiel mega coole Ideen für mein Rap This Journal bekommen. Falls ihr die Videos von mir nicht kennt, das ist also eine Videoreihe, die ich mal gestartet habe. Mit dem Macht dieses Buch fertig. Das gab es sehr, sehr lange in den Buchläden. Ich glaube, das gibt es immer noch. Und das habe ich halt einfach mega schön gestaltet. Und dazu gibt es halt super viele Videos schon auf meinem Kanal. Ihr müsst nur eingeben, Foxy Draws, Rack This Journal oder Foxy Draws macht dieses Buch fertig. Und dann kommen die direkt und ihr könnt euch alle anschauen. Dazu gibt es, glaube ich, sogar auch eine Playlist. Ich finde es gut, dass, wenn ich mich an dem Schmetterling so ein bisschen satt gesehen habe und er mir einfach nicht mehr so gut gefällt, dass ich das Papier einfach abnehmen kann und einfach was Neues malen kann. Ich glaube, das ist echt eine richtig gute Variante, um einfach immer wieder einen richtig coolen neuen Hintergrund zu haben. Mich würde ja total interessieren, ob ihr schon mal was richtig Großes an die Wand gemalt habt oder vielleicht an eine Leinwand, aber halt in riesengroß. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde, der sieht so, so gut aus. Ich weiß auch nicht. Ich habe den mir, glaube ich, echt genau so vorgestellt. Ich liebe es, wenn man mal eine Idee hat und es umsetzt und das dann auch wirklich so wird, wie man es möchte. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hättet ihr ihn größer gemacht? Welche Farben hättet ihr gewählt? Also, ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Sorry, dass ich mich hier so im Gammel-Look nochmal bei euch melde. Aber heute ist einfach so kalt draußen. Ich bin den ganzen Tag zu Hause mit einem Dutt und keine Ahnung, Leute, es tut mir leid. Nächstes Mal sehe ich bestimmt hübscher aus und dann sieht der Schmetterling auch nochmal hübscher aus. Ich habe hier so Fairy Lights und ich bin mir nicht sicher, soll ich die vielleicht hier auch noch so ein bisschen platzieren? Oder ist das ein bisschen too much dann am Ende? Keine Ahnung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich da noch so Lichter hin machen soll oder nicht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert den Kanal und werdet Teil unserer Foxy Family. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao! Und du tippelst hier die ganze Zeit rum. Und falls ihr es im Video die ganze Zeit tippeln hört, das ist Hugo, der hier die ganze Zeit rumläuft mit seinen Tippitappis und tippelt hier die ganze Zeit mein Video voll. Stimmt's? Stimmt's? Ja, der ist so ein bisschen nervös, der mag keinen Regen und vorhin hat es auch ein bisschen gestürmt. Das mag er alles nicht so gerne, deswegen ist er dann ein bisschen nervös den ganzen Tag. Stimmt's? Ja. Also dann, bis dann. Tschüss.